Adi, hallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück in Kingdom. In der letzten Folge musste ich leider schmerzhaft feststellen, dass Leute, die man im Wald findet, nicht gerade fröhlich auf einen zu sprechen sind. Ansonsten habe ich jetzt auf dem Weg nach Teinberg, war das glaube ich, diese Schenke gefunden. Wollte mich hier ein bisschen umgucken. Junger Mann, auf ein Wort. Alte Dirne. Allmächtiger, deine Kleider. Wurdest du ausgeraubt? Gottverdammte Banditen. Was machst du hier? Wartest du auf jemanden? Nicht mehr, junger Mann. Ich habe auf dich gewartet. Du scheinst mir ein schlauer Bursche zu sein und galant noch dazu. Bestimmt eilst du einer Jungfrau in Not zur Hilfe, oder? Wieso? Kennst du etwa eine? Na, na, Hübscher. Sei nicht frech. Ich habe Arbeit für dich. Im Wirtshaus hockt so ein alter Opa. Gestern hat er meine Dienste in Anspruch genommen und versprochen, mich heute Morgen zu bezahlen. Nur behauptet er jetzt, mich nicht zu kennen. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass seine Schulden in meiner Tasche landen. Okay. Bin dabei. Ich helfe dir. Ich bin im Nu mit deinem Geld zurück. Leben wohl. Stehe 20 Groschen aus der Börse des Feuers. Oh, ich soll stehlen. Den soll ich bestehlen. Und der da ist. Gott sei mit dir. Was passiert hier in der Gegend? Wie steht's? Gibt es hier in der Gegend Probleme? Nichts, womit wir nicht fertig werden. Gott behüte dich. Dann kann ich ihn umhauen. Ist das eine neue Art Spiel? Rückenschmerzen? Soll ich es wagen? Da, zufrieden? Mein Gott, du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Auf Wiedersehen. Anscheinend habe ich keine andere Weise, mit ihm zu hauen. Wen hast du da ermordet, du Unmensch? Oh. Der steht doch umhauen und nicht töten. Ach so, ich habe ihn nicht getötet. Ich kann ihn töten. Ich hoffe öfter. Nein, töt nicht. Kindern? Börse mit Münzen? Truhenschüssel, Türschüssel. Bitte sehr, auf gute Gesundheit. Aber Andreas hat mich jetzt eigentlich gesehen. Ich sehe euch jetzt nicht so, was ich. Keine Ahnung. Kopfgeld oder so? Stimmt, da wollte ich ja noch gucken. Vitalität, kann ja noch nix. Da kann ja auch noch nix. Fähigkeit 45. Ja, dann gehe ich mal zurück zu ihr.
ihr das gestohlene Geld geben. Ich habe dein Geld. Obwohl es mich zugegebenermaßen nicht mit Stolz erfüllt, einen Kerl zu erleichtern, der auch nicht reicher aussieht als du. Tausend Dank. Hier, behalte die Hälfte. Hast du noch einen anderen Auftrag? Hast du noch einen anderen Auftrag? Für dich immer. Mit dem Geld kann ich Essen kaufen, aber ich habe niemanden, der mich nachts warm hält. Was? Damit kann ich nicht dienen. Oder soll ich etwa eine Decke für dich stehlen? Keine Decke, einen Wollschal. Meinen Schal. Ich war verzweifelt, also habe ich ihn für ein paar Bissen verkauft. Und jetzt tut's mir leid. Hol ihn mir zurück, bitte. So gut wie erledigt. Danke, Herzchen. Ich habe den Schal einer Frau gegeben. Sie lebt im Dorf, nicht weit von hier, in westlicher Richtung. Und damit es sich für dich lohnt, sie hat ein schönes Buch in ihrer Truhe versteckt. Das ist bestimmt ein hübsches Sümmchen wert. Möge Gott über dich wachen. Oh, er lebt wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne Konsequenzen bleibt. Vor allen Dingen auch, weil Andreas weg ist, der mich dabei gesehen hat. Andreas auch nicht weiter auffindbar. Oder versuche eine Waffe zu finden, um mich zu verpfeifen. Das ist der da. Das grüne B, da muss ich hin. Gut. Da ist Andreas. Stets. Gibt es hier in der Gegend Probleme? Nichts, womit wir nicht fertig werden. War mir eine Freude. War mir... Oh, anscheinend mag er mich noch. Quatsch. Satt hat es auf 78. Wir sollten ein bisschen was wieder naschen. Ein Frötchen. Satt hat 85. Das ist gut. Okay, hätte ich eher das Brot essen sollen. Das war eher kurz vorm Schlechtwerden als das andere. Naja. Da ich ja wieder viel auf Wanderschaft bin, werde ich bestimmt auch bald wieder Hunger haben. Bildstock. Nikolaus Lukacek, Michael Hellerich, Andreas Björnbeck und Warholz. Oder Warholz? Kann ich schon das Bahnhof-Fenster sehen? Nee. Noch nicht. Wie weit bin ich entfernt? Nicht mehr so weit. Na, gehe ich wieder querfeld ein? Ja. Ist wieder so ein Bildstock. Wissen die so?
Ja. Okay. Ich werde den Namen wahrscheinlich so oder so nur falsch aussprechen, also lass es lieber ganz bleiben. Ah, da hinten ist ein Häuschen. Vielleicht ist es ja das. Ah, da ist jemand. Dieses Mal gehe ich nicht so nah ran. Ich vertraue nichts mehr. Ich vertraue keinem Menschen mehr, der irgendwie unterwegs ist. War er eigentlich auch mehr wie ein Bauer aussehen? Warum sollte er sich sonst hier in der Gegend um? Na, rumsteigen. Nee, steigt eigentlich nicht. Rumschlagen. Ein Wanderer, okay. Hey! Hey! Ja, gibt Rede. Nicht schnell genug, da sollte ich wirklich vielleicht eher mit feinem Bogen ran. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Ja, das ist das Häuschen, okay. Hier bin ich richtig. Versteckt rein. Was in Gottes Namen hat er vor? Hey, was glaubst du, was du da tust? Scher dich weg zum Teufel! Was machst hey, du hier? Ist da jemand? Suchst du irgendwas? Wo ist sie denn jetzt? Da. Lass sie nicht entkommen! Hier, hier! Hilfe! Oh mein Gott! Hilfe! Hier, hier! Das ist nicht so wie geplant gelaufen. Vielleicht hätte ich eher sie umhauen müssen als ihn. Immerhin hat sie den Schal. Und jetzt läuft sie davon. So, da ein Dietrich. Sogar zwei. Okay. Groschen 24. Ein Thronschlüssel, ein Verband. Sogar zwei. Entriegelt, okay. Gräser und Kräuter. Jetzt habe ich das, aber jetzt ist sie weg. Dein Wald ist er.
ob der dann jetzt irgendwo da stehen bleibt. Das Blut. Wie weit ist sie denn gelaufen? Warum ist irgendwie die Musik jetzt so gruselig? Warum läuft der jetzt weg? Wächter, oh! Der läuft jetzt wahrscheinlich dorthin. Hilfe, hier! Charisma ist nur noch 4. Vielleicht hätte ich das wirklich nie machen sollen. Naja, naja. Vielleicht kann ich auch einfach dann eine Strafe zahlen und gut ist. Ja, wie hätte ich es sonst machen sollen? Vielleicht hätte ich auch einfach warten sollen und gucken, ob vielleicht irgendwie sie dann irgendwann aufsteht, umhauen. Neue Stufe erreicht Heimlichkeit, okay. Plündern. Schalter alten Dürren. So, dann nehme ich auf. Grundschlüssel brauche ich nicht, weil ich das beim anderen schon. Entschuldigung, ich wollte nicht auf dich treten. Schon geklaut habe. Irgendwie will ich nochmal zurück zum Häuschen und gucken, ob die Wache mich da angreift oder nicht. Oder ob ich eine Strafe bezahlen kann. Sehen. Sonstiges. Gräser und Kräuter lesen. Aufgrund der hohen Nachfrage sind ganze 10 Seiten dieses Buches der Nässe gewidmet. Okay. Noch nicht gut genug, um das zu lesen. Schade. Charisma 2. Geiligkeit, Heimlichkeit. Umhauen. Wer sollte mich jetzt einfach zurück teleportieren? Das sieht lustig aus.
Na, du kleine diebische Elster. Guten Tag. Hier, dein geliebter Schal. Hier, dein geliebter Schal. Du bist zu gütig. Kümmerst dich um eine arme, vom Pech verfolgte Frau. Ich war nicht immer arm, weißt du? Und ich habe nicht immer so gearbeitet. Erzähl mir etwas über dich. Ich war die Frau eines Bauern aus Neuhof und es fehlte mir an nichts. Ich hatte eine beachtliche Mitgift. Mein Gatte hat mich nie geschlagen. Nur fand er eines Tages eine andere und warf mich raus. Er hat mir nicht einmal meine Mitgift überlassen. Hab eine Zeit lang gebettelt, aber dann habe ich das Einzige verkauft, das ich hatte. Was blieb mir anderes übrig? Alles nur wegen diesem Schwein. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Erinnerst du dich, wie ich von meinem Gatten erzählt habe? Jetzt, nach 20 Jahren, ist es an der Zeit, zurückzuholen, was mir gehört. Mein ehemaliger Gatte ist ein Bauer aus Neuhof. Er ist schuld an meinem Elend und jetzt gibt er vor, mich nicht zu kennen. Aber der geschmückte Dolch, den ich ihm damals gab, der ist ihm nach wie vor gut genug. Ich möchte, dass du ihn für mich stiehlst und mir bringst. Ich entlohne dich dafür, aber es wird etwas dauern. So gut wie erledigt. Alles Gute. Wo ist er denn? Da unten. Neuhof. Kann ich eigentlich Wesen verbessern, wenn ich die Bildstücke lese? Wieder Fähigkeiten? Lesen. Nee, Lesen ist immer noch auf 0. Schade. Kann ich dann Lesen üben? Wenn ich Bücher aufschlage? Aber wenn ich sie nicht lesen kann? Vielleicht gibt es ja auch Beginnerbücher. Warum stehe ich eigentlich so viel? Weil mich die Mission interessieren. Eigentlich hatte ich vorgenommen, ehrlich durch das Spiel zu gehen. Hat ja gut geklappt. Wahrscheinlich Mund. Neuhof, ob das der Bauernhof ist, der ich letztes Mal entdeckt habe, bevor ich gestorben bin und schon wieder beim Müller gelandet bin. Wenn ich jetzt bei ihr so viel stehe, dann habe ich vielleicht ein bisschen bessere Chancen. Bei der Müllers Mission, da muss ich ja auch stehlen. Ich glaube, für mich war schon alle Hortung verloren, als ich die Leiche ausgegraben habe, um den Ring zu stehlen. Was bedeutet das Symbol da oben? Bedeutet das, ich bin im gefährlichen Gebiet, oder? Sehe ich hier da irgendwas? Nee. Die Musik ist gruseliger. Das in der Kräuterkunde, okay. Hallo? Mein Gott. Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ich weiß, ich sehe schrecklich aus, aber das müsst ihr mir nicht alle auf die Nase binden. Augentrost gibt es auch. Euphrasia? Mhm.
Der Gift. Gräser und Kräuter. 2. Yes. Giftrezept für Katerbier. Boah, die sind aber teuer. Sie hat eine Schatzkarte, interessant. Verbände 20, also. Eigentlich will ich ihn auch nicht wirklich weiter verkaufen. Eigentlich will ich den noch benutzen. Und dafür bräuchte ich einen Alchemietisch. Hast du vielleicht einen Alchemietisch? Wer entdeckt Alchemietisch? Wo denn? Ist das? Ah! Gifte und andere Substanzen. Inventar. Was ist, wenn ich jetzt die Ringerblume nehme und auswähle? Ringerblume ist ein Zündungshemd, Salbe ist ein Zündungshemd. Was ist, wenn ich die beiden Sachen jetzt mache? Das Geld bestätigen. Du hast gelernt Alchemie. Laserbike. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber ich probiere es einfach mal. Sanduhr. Hilfe. Ich sollte vielleicht das erstmal durchlesen. Alchemie ist eine nützliche Fertigkeit, um Kräuter und andere Zutaten in Tränke und Heilmittel zu verwandeln. Dazu benötigst du Kenntnisse über Alchemie, ein Rezept, einen Alchemietisch und die mittelnötigen Zutaten. Im Alchemielabor findest du auf der rechten Seite des Tisches ein Herbarium mit allen Eigenschaften, Kräutern und allen Rezepten, die du bislang gelernt hast. Du öffnest es mit E und blätterst mit Q durch die Seiten mit den Rezepten und Pflanzenbeschreibungen. Am besten folgst du den Rezepten aus dem Buch. Halte im Rezept E gedrückt, um Sättelchen wirklich... um sämtliche nötigen Zutaten direkt auf dem Alchemietisch bereitzustellen. Die Schwierigkeit des Des Brauvorgangs variiert und jedes Rezept besteht aus unterschiedlichen vielen Schritten. Der erste Schritt ist immer das Einfüllen des der Trankbasis, die du auf dem Regal zu deiner Linken findest. Dann fügst du dem Kessel die Zutaten vom Board rechts hinzu. Sollte das Rezept es erfordern, musst du die Zutaten mit Mörsel und Stöße zermahlen. Du kannst dazu die Schale nehmen. Mörsel und Stöße benutzen. Mhm. Der nächste Schritt ist, die Mixtur je nach Rezept mit entsprechender Flamme zu brauen. Diese wird mit Hilfe des Blaserbikes reguliert. Während es manchmal genügt, etwas bei niedriger Hitze zu erwärmen, musst du manchmal den Blaserbike so lange benutzen, bis die Mixtur kocht, was du am Blubbern erkennst. Blubbub. Du musst mit Hilfe der Sanduhr F sorgsam bemessen, wie lange der Trank braut. Das Gebräu kann direkt vom Kessel in die Fiole gegossen oder destilliert werden. Die Abfolge des Rezeptes muss präzise eingehalten werden. Weißt du zu stark davon ab, ist der Trank unbrauchbar, was bedeutet, dass du alle aufgewendeten Zutaten verlierst und der Brauprozess wiederholt werden muss. Vielleicht hätte ich das zuerst lesen sollen, bevor ich hier irgendetwas mache. Erstmal verlassen. Aqua, Vinum, Oleum, Spiritus. Also, wir haben Wasser, wir haben Wein, wir haben Öl und wir haben Alkohol. Das ist das Herbarium. Das sind Urmesser und Stößel. Der Destillator. Oh, das erinnert mich irgendwie voll an meine Ausbildung. Machen wir nochmal Alchemiebeginn. Wir gucken auf das Herbarium. Retterschnaps. Dafür brauchen wir Brennnessel und Tollkirsche. Tollkirsche, genau. Das ist das Rezept, was wir schon mal hatten wegen Bianca, ne? Habe ich Tollkirschen? Inventar. Ich habe keine Tollkirsche. Bringt das mir nichts. Ich kann da nichts brauen. Schade, 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 schade. Ja. Gibt es hier Tollkirsche in der Nähe? Hm. Ich habe immer noch sehr gewagt, dass eine Tollkirsche drin ist, weil die ja so schön giftig ist.
Holzgestrüpp ist so dicht, da komme ich nicht durch. Da. Also muss ich doch drauf. Außenrum her. Ah, das scheint mir ja der Bauernhof zu sein. Irgendwo in der Nähe von meinem Heimatdorf gab es da den einen Garten und da hat man mir gesagt, dass da die Zutaten für den Retterschnaps ist. Da muss ich dann mal gucken. Ich habe noch 9 Retterschnaps. Okay. Juti, dann werde ich mal in der nächsten Folge versuchen, den schön durchzustehen. Bis dahin wünsche ich euch allen noch was Schönes. Wir sehen uns. Tschüss. Bock.